Ich bin ursprünglich aus Deutschland, aber ich bin in Amerika gelandet in 1991. Ich war Wissenschaftlerin bis vor 4 Jahren und seitdem bin ich mehr oder weniger Aktivistin, die Welt verändern will. Und ich bin durch verschiedene Organisationen und Aktivitäten, zum Beispiel in der Grünen Partei, zum Grundeinkommen gekommen, weil ich denke, dass das Grundeinkommen der erste Schritt zu einer neuen Gesellschaft ist. Leiten kann. Und das ist dann mein Anliegen. Ich habe das Gefühl, dass das Grundeinkommen ein revolutionärer Gedanke ist, der die Gesellschaft in eine andere Richtung führen kann. Und so habe ich mich der Gemeinschaft hier angeschlossen. Das ist vor allen Dingen aus Akademikern bestanden hier in den Vereinigten Staaten. Und wir haben erst letztes Jahr eine Bewegung angefangen hier in den Vereinigten Staaten. Ich habe jetzt eine Gemeinschaft hier in Minnesota, in dem Staat, den ich lebe, der heißt Basic Income Guarantee Minnesota. Und dann mit der Anne Withern von Boston habe ich auch eine internationale Frauengruppe gegründet, die Basic Income Women Action Group, weil wir auch zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Sprache der Frauen in der Grundeinkommensbewegung gefehlt hat. Wir waren in einer Veranstaltung letztes Jahr in New York City und die Männer haben so die Diskussion dominiert, dass es eigentlich, ich war nie eine Feministin, aber ich bin in dem Moment eine Feministin geworden, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, dass das Wort der Frauen in der Diskussion gefehlt hat. Und ich bin jetzt aktiv daran, ein Netzwerk zu gründen und auszubauen, die vor allen Dingen aus Frauen besteht und auch die Perspektive von den Frauen hervorzuheben in der Bewegung. Aber ich auch versuche auch hier in Minnesota eine lokale Bewegung zu starten und die Diskussion um das Grundeinkommen in die hiesige Politik einzuführen. Amerika ist noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu Kanada und Europa und ich bin in Kontakt mit ganz vielen anderen Bewegungen, vor allen Dingen mit Welfare, also die Sozialreform. Und wir haben hier viele Rassenungleichheiten und das Gespräch von Grundeinkommen sollte auch reingeführt werden. Da bin ich sehr aktiv auch. Ich sitze jetzt hier in der Schweiz. Und bin eigentlich Deutsche, bin aber schon lange in der Schweiz. Ich bin auch Doppelbürgerin und deshalb auch berechtigt, hier abzustimmen. Und ich bin jetzt in diesem Komitee für die Volksinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Da hat man mich allerdings gefragt, aufgrund eines schon länger andauernden Engagements. Also ich bin eigentlich schon viel länger an dem Thema dran, als jetzt diese Initiative läuft. Ich bin vom Beruf Theologin und Germanistin und Feministin schon seit Ende der 70er Jahre. Und inzwischen nenne ich mich postpatriarchale Denkerin, weil ich meine, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das Patriarchat so geschwächt ist, dass es eigentlich nicht mehr so spannend ist, immer nur noch dagegen zu kämpfen, sondern es geht eigentlich jetzt darum, zu überlegen, wie kann denn die Zukunft aussehen, nachdem diese Geschichte eigentlich kollabiert ist. Und ich meine, die ist schon kollabiert, also weil die Wirtschaft, die hangelt sich ja von einer Krise zur nächsten, Bankenkrise und Wirtschaftskrise und Ökokrise und Zinskrise und so. Und deshalb bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich denke, es geht darum, eigentlich die Zukunft zu gestalten. Und da ist das Grundeinkommen eine ganz wichtige Sache. Und wir haben ja schon im 2004 von unserer Gruppe, die sich immer wieder mal anders nennt, Weiberwirtschaft oder Gutes Leben oder jetzt ABC des guten Lebens, haben wir schon im 2004 einen Text ins Netz gestellt, wo wir einen Zusammenhang herstellen zwischen diesem postpatriarchalen Denken und dem Grundeinkommen. Und das ist eigentlich so meine Position. Und damit hatte ich allerdings in dem Initiativkomitee so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist jetzt so ähnlich wie das, was Liliane gerade gesagt hat.
dass die Grundeinkommensbewegung ziemlich männerdominiert ist. Also dass ich zum Beispiel direkt, als ich da ankam, also ich wurde angefragt, auch wahrscheinlich, weil die schon wussten, dass man in der Öffentlichkeit mit reinen Männergremien nicht mehr so gut ankommt und hier muss man ja schließlich eine Abstimmung gewinnen. Also man muss eigentlich das Volk auf seine Seite bringen. Und mir wurde dann aber gleich beschieden in der ersten Sitzung, dass sie mit der Frage der, also das Initiativkomitee, die Männer, dass die mit der unbezahlten Arbeit im Haushalt, die ja mehr als 50% der gesamtgesellschaftlichen notwendigen Arbeit ist, dass sie sich damit eigentlich überhaupt nicht befassen wollen. Und seither bin ich eigentlich am Kämpfen, dass ich finde, also das ist ja das stärkste Argument überhaupt für das Grundeinkommen, dass da ein ganz großes Volumen von unbezahlter Arbeit jetzt schon existiert, dass also dieses Argument, die Menschen arbeiten nur, wenn sie bezahlen, das kann man bezahlt werden, das kann man eigentlich schlicht durch die Hausfrauenexistenz entkräften. Wenn man das aber nicht tut, dann lässt man sich ein wichtiges Argument entgehen. Und das ist so das Kampffeld. Und im Moment sind wir hier schon fast in der heißen Phase, weil am 5. Juni wird hier in der Schweiz über diese Volksinitiative abgestimmt. Also ich bin Elfriede Hart, ich wohne in Frankfurt, bin Deutsche, aber ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern ich bin erst dazugekommen, ich bin in Südamerika geboren und ich bin zum bedingungslosen Grundeinkommen gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Das war einfach irgendwie, war das plötzlich in meinem Leben da. Ich bin Soziologin von der Ausbildung, bin aber auch Hausfrau und habe 5 Kinder, also muss einen Haufen Pflegearbeit und Hausarbeit und solche Dinge machen. Oder wenn ich sie nicht mache, also sehe ich um mich herum, was das alles bedeutet. Inzwischen bin ich sogar Großmutter und mache also da weiter sehr viel. Es ist ein Thema, das mich von dieser Seite her sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und ich sehe, ich tue diese Arbeit sehr gerne, egal ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Aber natürlich fände ich es gut, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, weil einfach viele Dinge wahnsinnig leichter werden würden für viele Menschen, für sehr, sehr viele Menschen. Und daher finde ich die Idee einfach super gut. Wie sind wir alle zusammengekommen? Eigentlich übers Internet. Es gibt nämlich Facebook-Gruppen, es gibt Webseiten, es gibt Informationen, die man im Internet findet. Und eigentlich sind wir über diese Medien in Kontakt miteinander gekommen. Ina habe ich inzwischen schon getroffen persönlich, aber wir sind über andere Initiativen auch miteinander in Verbindung, die alle irgendwie im Zusammenhang stehen mit Feminismus, mit Frauen, also ja, Interesse von Frauen an Themen, die es in der Welt gibt, das gute Leben und so weiter. Und Liane hätte ich fast getroffen hier am Flughafen in Frankfurt, als ich hier vorbeifuhr, aber da ging es mir so schlecht, dass ich es nicht geschafft habe, hinzukommen. Es sind also dank dieser Medien, die es gibt, kommen wir überhaupt miteinander in Verbindung. Und das ist einfach das Tolle, dass wir uns austauschen können über diese Schiene und dadurch auch miteinander ins Gespräch kommen können aus unseren ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und diese Sachen weiterspinnen können. Denn ich glaube, so wie Ina, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur meckern und jammern, sondern bereits anfangen, das, was morgen sein wird, es fängt hier immer ganz klein an, das, was morgen sein wird, jetzt schon gestalten, und zwar so, wie wir das gut finden und nicht um Himmels Willen zulassen, dass erst die anderen, wenn es gar nicht anders geht, als wenn das bedingungslose Grundeinkommen einfach eine Notwendigkeit wird, dass uns dann irgendwie so ein neoliberales Modell aufs Auge gedrückt wird. Also ich habe das sehr oft erklärt, weil ich habe ja Unterschriften gesammelt. Also um so eine Volksinitiative überhaupt, dass die überhaupt abgestimmt werden kann, muss man ja 100.000 Unterschriften haben. Und das bedeutet, man muss unendlich viele Gespräche auf der Straße führen. Und da merkt man schon, dass die Leute, die meisten, ganz klar so mit diesem Spruch rumlaufen, ist oft dieses Bibelzitat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und das wird dann nicht so, also das wird dann sofort auf die Geldökonomie übertragen, dass man sagt,
Also man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, damit man ein Recht hat, überhaupt zu existieren. Das steht ja in dem Satz überhaupt nicht drin, in dem geht es gar nicht um Geld. Aber die Leute sind sehr stark fixiert auf diese Vorstellung, ich arbeite und dann kriege ich pro Stunde oder pro Monat oder so einen fixen Betrag, der irgendwie genau auf das abgestimmt ist, was ich geleistet habe. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, dann merkt man schon sehr schnell, dass das eine Ideologie ist und dass es für viele Leute überhaupt nicht zutrifft. Also für Hausfrauen zum Beispiel nicht. Die arbeiten, ohne dass sie solche finanziellen Anreize haben. Aber auch für Leute, die geerbt haben oder für Leute, die Finanzspekulation betreiben. Also es gibt einen großen Bestandteil von Menschen, die überhaupt nicht nach diesem Modell leben und trotzdem ist es ganz stark in den Köpfen drin, dass man arbeitet nur dann, wenn man Geld kriegt. Und umgekehrt, dass man Geld kriegt nur dann, wenn man arbeitet. Das ist dieser Zusammenhang. Man kommt dann aber ziemlich schnell, wenn man mit den Leuten redet, auf den Punkt, wo sie merken, das stimmt überhaupt nicht. In ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und da gehe ich dann davon aus und sage, ja, das könnten wir ja eigentlich dann auch mal ernst nehmen, dass wir sagen, es funktioniert sowieso nicht so. Also könnten wir uns ja eigentlich ein System überlegen, wo diejenigen, die arbeiten, ohne Geld zu kriegen oder sonst irgendwie nicht mit dem Modell übereinstimmen, dass wir das besser auf die Wirklichkeit kriegen. Und das ist die Idee des Grundeinkommens, dass man sagt, es brauchen ja alle Menschen in unserer heutigen Gesellschaft Geld, um überhaupt zu existieren. Dann könnte man ja den Leuten dieses Geld einfach mal geben. Und zwar jetzt nicht, dass sie in Luxus leben können, sondern dass sie das, was sie brauchen, also Miete und Essen und also eine Wohnung und Essen und eine gewisse medizinische Sicherheit oder so, dass sie das erstmal haben und dass sie von da aus dann tätig werden können. Das ist eigentlich die Idee. Und nach meiner Erfahrung, wir haben ja relativ gut die 100.000 Unterschriften zusammengekriegt. Wenn man mit den Leuten redet, dann leuchtet das relativ schnell ein, dass die Leute denken, ja klar, ich will nicht einen Luxus ohne Arbeit allen ermöglichen, aber eine Existenz will ich eigentlich schon, weil im Grunde haben wir das ja auch schon. Wir haben das ja mit unseren Sozialstaaten, dass jemand, der keine Arbeit hat, kriegt Arbeitslosengeld. Jemand, der sonst irgendwie Probleme hat, kriegt irgendwelche Versicherungsgelder oder Sozialhilfe oder so. Also eigentlich haben wir das ja schon. Und der Switch ist die Bedingungslosigkeit. Dass wir sagen, anstatt dass wir die Leute piesacken, indem wir sozusagen Bedürftigkeitsnachweise erbringen lassen, was ja eigentlich ein Quatsch ist, weil wir sind ja alle bedürftig, lassen wir das einfach weg. Und dann haben wir eigentlich gar nicht so eine wahnsinnige Änderung, weil ein Sozialstaat sind wir ja schon. So, das ist eigentlich der Witz. Das Geldsystem ist für mich irgendwie überhaupt kein Problem. Irgendwie kann das schon jemand rausfinden. Ich glaube, die Ökonomen, die würden schon einen Weg finden, dass das Geldsystem irgendwie fließt, aber dass es nicht zur Inflation kommt, dass es dann zu viel Geld wird. Also für mich ist es eher eine Nebensache. Also da gibt es ja ganz verschiedene Modelle, dass man halt die Steuersätze für die Reichen höher setzen kann und so weiter. Aber für mich das Geld, wo das herkommt, ist grundsätzlich kein Problem. Ich habe auch irgendwie das Gefühl hier in den Vereinigten Staaten, weil Silicon Valley dominiert hier die Diskussion über das Grundeinkommen im Moment. Und ich habe auch die Angst, dass die neoliberale Ansichtsweise da dominiert und dass wir dann vielleicht mit dem Grundeinkommen, dass wir ein Grundeinkommen haben, das irgendwie einfach nicht genug ist, dass die Leute immer noch in Armut leben müssen. Und für mich ist das Grundeinkommen eher so im Sinne von dem Martin Luther King, dass das Grundeinkommen einem ein Leben vereinfacht, dass man ein menschenwürdiges Leben führen darf. Also ich finde, dass das bedingungslose Grundeinkommen meiner Ansicht nach ein Instrument ist, sagen wir, das gewisse gesellschaftliche Veränderungen bringen kann. Auf der einen Seite, wenn jede Person über Geld verfügt, so dass wir existieren können, dann wird sich die Einstellung zur Arbeit ändern. Das heißt, momentan wird Arbeit ganz unterschiedlich bewertet. Und vielfach werden Arbeiten, die für mich überhaupt ziemlich wertlos sind oder sogar gefährlich, wie zum Beispiel Waffenherstellung oder sowas, die werden als sehr wertvoll, also sehr teuer bezahlt und andere Arbeiten überhaupt nicht. Das würde zum Beispiel ermöglichen, dass wir nicht mehr so in diesen Kategorien vielleicht denken. Also ich meine längerfristig gesehen, das ist alles ein Wandlungsprozess. Da brauchen wir Geduld, dass das sich ändert. Aber ich denke, das wird so kommen.
dann glaube ich, dass, also, dass wir daher auch einfach ohne Ängste leben müssen. Jemand nimmt mir den Arbeitsplatz weg oder jemand nimmt mir sonst irgendwelche anderen Dinge weg, weil wir einfach feststellen werden, es ist genug für alle da. Wir müssen allerdings nicht alle so leben wollen wie irgendein Scheich in Arabien, sondern wir müssen einfach mit unseren Ressourcen und mit der Erde etwas achtsamer umgehen. Es ist genug für alle da, wenn wir nur etwas anders teilen, miteinander teilen. Und ich glaube, dass gerade bei der Jugend heutzutage diese Ideen sehr wichtig sind. Also ich merke es zumindest mit allen Jugendlichen, die um mich herum sind, dass ihnen das Werte sind, die für sie wichtig sind. Und damit wäre, also die Ellbogengesellschaft, die könnte man damit etwas aushebeln, weil einfach jeder etwas bekommt und damit wirklich auch leben kann und eine Teilhabe möglich ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, also von daher diese soziale Idee und diese emanzipatorische Idee immer wieder hervorheben, dass das möglich ist mit dem Grundeinkommen, dass wir dann uns nicht gegenseitig so messen müssen mit wer verdient am meisten und das ist eben dann jemand, der erfolgreich ist im Leben, sondern dass wir einfach miteinander leben können und dass wir Dinge tun können, die uns wichtig erscheinen. Also ich kenne auch Leute, die wirklich nie auf einen grünen Zweig kommen werden, was finanzielle Sachen angeht, weil sie Dinge tun, die teilweise als überflüssig angesehen werden, aber die durchaus nicht überflüssig sind, zu denen wir heutzutage gar keine Zeit haben. Eben Zeit, das ist ja auch so eine Sache. Zeit, wir würden Zeit haben, weil wir nämlich nicht mehr unsere Lebenszeit verkaufen müssten für Geld, um essen zu können, sondern wir hätten unser Essen gesichert und damit könnten wir Zeit haben, um miteinander zu sprechen, miteinander Zeit zu verbringen und so weiter. Also das ist für mich das, was ich sehr, sehr gut finde an dieser Sache, dass wir ja zum Beispiel mehr miteinander uns um einen Tisch herumsetzen und miteinander essen können, in Ruhe. Und nicht nur irgendwie ganz schnell über den Daumen was runterfuttern, weil sonst schaffe ich nicht, ich weiß nicht was, hinzukriegen. Also diese Einstellung eben auch zur Arbeit, die so hetzig ist und man irgendwie ganz schlichte Dinge gar nicht wertschätzt, die aber zum Beispiel eben einen Tisch schön zu decken und sich dann darum herumzusetzen, selbst wenn es nur ein Butterbrot und ein Apfel ist, einfach in Ruhe sich hinsetzen zu können und das zu essen und dabei ein Gespräch zu führen miteinander, das finde ich, wäre damit viel mehr möglich. Ja, also wir hatten ja jetzt gerade hier wieder im Januar das World Economic Forum in Davos und die hatten dieses Jahr das Thema Roboterisierung. Und da wurde vorher spekuliert, werden die wohl über das Grundeinkommen reden oder nicht? Und dann war so die allgemeine Meinung jetzt in meinen eher linken Kreisen, dass es hieß, ja, nee, die reden sicher nicht darüber. Also weil das ist denen viel zu utopisch und so. Und dann war es aber nicht so. Also die haben dann über alle möglichen, natürlich sehr weitgehend, Pflegeroboter und Roboter, die Sportschauen moderieren und alles Mögliche, Juristen, die da ersetzt werden können, also wirklich Arbeitsbereiche, an die man bis jetzt noch nicht so gedacht hat, dass die durch Roboter ersetzt werden können. Und dann kam natürlich die Frage, wenn jetzt 40-50% aller Erwerbsjobs wegfallen, ja, dann können wir ja die Leute nicht einfach auf die Straße setzen und verhungern lassen, weil so weit ist man ja sogar in Davos schon mit den Menschenrechten vertraut, dass es einfach nicht geht. Und dann kommt irgendwie, wie logisch, diese Idee, man kann ja die Leute dann einfach mit Geld versorgen. Und das ist aber nach meiner Einschätzung eben das neoliberale Modell, dass man sagt, wir können die Leute nicht verhungern lassen, also müssen wir sie irgendwie abspeisen oder ruhig stellen auch. Also weil das ist ein ganz starker Gedanke jetzt bei denen, die vor allem von der Technisierung und von der Profitwelt herkommen, dass sie sagen, wir müssen die Leute ruhig stellen. Weil wenn die da zu Tausenden ihre Jobs verlieren und dann haben sie kein Geld mehr oder zu wenig, dann gehen die auf die Straße und protestieren und das wollen wir ja nicht. Also geben wir ihnen ein Grundeinkommen. Und das ist die neoliberale Variante, vor der ich persönlich Angst habe, obwohl ich schon auch meine, dass die Menschen ja nicht doof sind. Also ich meine, ich glaube auch, wenn man aus diesem Impuls raus den Leuten einfach irgendwie so eine Abfindung schenkt,
weil man sich so ruhig stellen kann, da wären die Leute wahrscheinlich trotzdem nicht ruhig, weil die würden sich dann schon organisieren, dass sie ein gutes Leben haben, indem sie, was weiß ich, das, was wir uns auch vorstellen, wir Emanzipatorischen, die würden wieder anfangen, ihre Kleider selber zu nähen, die würden anfangen zu gärtnern, die würden Sprachunterricht, alles Mögliche selbst organisieren. Von daher glaube ich schon, also ich bin im Prinzip zuversichtlich, dass auch das neoliberale Modell nicht einfach so dann enden würde, dass die Hochqualifizierten sozusagen sich gegenseitig irgendwie ein tolles Leben erschaffen und die anderen alle faul auf dem Sofa liegen und von ihrem Grundeinkommen leben. Das glaube ich nicht, dass es so rauskäme. Und trotzdem meine ich, dass es diese Unterscheidung braucht zwischen dem neoliberalen Abspeisungsmodell und dem, was wir wollen, nämlich, dass wir die Leute befähigen, durch das Grundeinkommen sinnvolle Dinge zu tun und nicht einfach auf dem Sofa zu liegen. Und da sind wir jetzt bei der Frage des Menschenbilds. Also was meinen wir eigentlich, wie Menschen sich verhalten, wenn sie nicht mehr darum kämpfen müssen, dass sie das Geld kriegen durch Erwerbsarbeit? Und da gehen die Meinungen auseinander. Und ich glaube tatsächlich, dass nicht alle Menschen gleich sind. Also es werden nicht alle irgendwie toll kreativ werden oder irgendwie, was weiß ich, politisch sich engagieren oder so, sondern es wird ein großes Spektrum geben, die einen, die halt eher so die ruhige Kugel schieben und andere. Und zwar, ich meine, ein großer Anteil von Menschen würde wirklich das tun, was jetzt sowohl Liane als auch Elfriede gesagt haben. Sie würden sich nämlich ein Leben gestalten, das ihren Bedürfnissen und auch dem kulturellen Weiterkommen der Gesellschaft dient. Dass, wenn man dieses Menschenbild nicht hat, ja, dann macht es nicht so Sinn, fürs Grundeinkommen zu sein. Aber dann ist man auch irgendwie ein armer Schlucker, weil man dann nämlich der Meinung ist, und das ist übrigens interessant, das war auch beim Unterschriftensammeln oft war das der Fall, dass die Leute sagen, ja, ich würde selbstverständlich was anderes tun, was Sinnvolles tun, auch mit Grundeinkommen, aber alle anderen nicht. Weil ich bin natürlich gebildet und ich bin fähig, ein sinnvolles Leben zu tun, aber die anderen sind alle so doof. Und da muss man sich ja dann schon hinterfragen, ja, wieso meine ich denn eigentlich, dass ich die einzige Ausnahme bin, die jetzt trotzdem weiterarbeiten würde und alle anderen doof sind. Und da muss man irgendwie dahinter, und da fangen dann die interessanten Debatten an. Also wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft vor und wie stelle ich mir vor, dass die Leute reagieren, wenn das System, so wie es jetzt funktioniert, nicht mehr besteht, also kollabiert. Und mein Hauptargument ist eben dann schon, dass ich sage, ja, also jetzt guckt euch doch mal die Mütter an. Die Mütter haben extrem überhaupt keinen finanziellen Anreiz, das zu tun, was sie tun. Und was machen sie? Sie machen die wichtigste Arbeit überhaupt, nämlich sie erschaffen und ziehen die folgende Generation groß. Was macht es für einen Sinn, eine Wirtschaft zu machen ohne zukünftige Generationen? Und von daher finde ich die Mütter oder auch die Väter, also die ohne finanzielle Anreize Kinder großziehen, sind das beste Argument für das Menschenbild, was ich habe, nämlich, dass die Menschen auch dann sinnvoll tätig sind, wenn sie nicht tollen Lohn kriegen. So. Also es gibt ja auch jetzt schon Leute, die unter dem Existenzminimum finanziell leben und trotzdem total sinnvolle Dinge tun. Das kann man jetzt natürlich nicht verallgemeinern. Also man kann nicht das ganze System darauf aufbauen, dass die Leute fähig sind, auch mit ganz, ganz wenig Geld sinnvoll zu leben. Aber die Leute, die ich kenne persönlich solche Leute, die versuchen nicht mehr Geld zu verdienen, sondern sie versuchen sich ein sinnvolles Leben zu organisieren mit möglichst wenig Geld. Man kann ja auch ohne Geld sinnvoll leben oder mit wenig, indem man zum Beispiel Selbstversorger ist, indem man Netze, Tauschnetze kreiert, indem man ganz viel über Nachbarschaftshilfe oder was weiß ich, andere Organisationsformen erledigt. Das ist ja auch das Sharing und Commons und so, das sind ja alles Bewegungen, die gleichzeitig mit dem Grundeinkommen auch laufen und die ich gerne mehr mit dem Grundeinkommen vernetzen würde. Also von daher glaube ich nicht, dass wenn man, also ich bin zwar für ein existenzsicherndes Grundeinkommen, also nicht so ein minimales, aber ich bin auch optimistisch, sogar wenn das ziemlich gering wäre, das Grundeinkommen, die Leute würden nicht einfach sich unter Druck setzen lassen und alle tolle Unternehmen gründen, sondern die würden ihre eigenen Wege finden, um sinnvoll irgendwas zu machen, was jetzt überhaupt nicht mit der Marktökonomie zusammentut. Also ich bin auch im Gespräch mit der Commons-Bewegung, die sagt, man kann auch mit wenig Geld, mit Gemeinschaftsbesitz zum Beispiel, sehr gut leben. Und das passt dann überhaupt nicht in das Weltbild von dem, weiß nicht wie der heißt, von dem du gerade erzählt hast, der dann meint, alle Menschen werden sich als homines economici
irgendwie mit Start-up-Unternehmen betätigen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, wir haben die 14. jährliche Konferenz in Nordamerika letztes Jahr veranstaltet und das ist irgendwie schon für mich erstaunlich, dass es schon im 14. Jahr war, aber das war dann nur von den Akademikern gesteuert, aber wir hatten halt dann immer die Berichte von Europa vor allen Dingen bekommen, dass da so viel Bewegung ist, vor allen Dingen aus der Schweiz und der Niederlande und Finnland. Und dann haben wir uns dann entschlossen am 1. März von letzten Jahr, dass wir eine Bewegung gründen. Also das ist auch irgendwie sehr ungewöhnlich, dass man irgendwie so ein Datum hat, wenn eine Bewegung irgendwie anfängt. Und aber das ist irgendwie immer noch die Akademiker an der Ostküste oder so, die irgendwie so eine Bewegung anfangen wollen. Aber das sind oft keine Aktivisten, das sind immer noch Akademiker. Und ich habe ein bisschen Erfahrung jetzt als Aktivistin und ich versuche das halt irgendwie von der Basisdemokratie irgendwie hier auszubauen. Aber ich bin irgendwie sehr, sehr in der Minderheit. Ich bin eine von den wenigsten hier in den Vereinigten Staaten, die irgendwie so eine Basisbewegung anfangen will und dann auch mit anderen Bewegungen mich verständigen will und das Grundeinkommen als Konzept da einführen will. Im Moment, der Silicon Valley ist irgendwie sehr dominant hier in den Diskussionen in den Vereinigten Staaten, aber ich fühle auch, dass vor allen Dingen die Stimmen von der Frauen jetzt ganz, ganz langsam so hochkommen. Wir hatten so ein paar Publikationen von Frauen, die da vor allen Dingen die Sicht der Frauen da irgendwie, die Sicht der Frauen über das Grundeinkommen in die Diskussion einführen. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Aber wir sind hier so ganz am Anfang. Also ich versuche auch und andere versuchen jetzt auch, die Berichte von Europa hier zu verbreiten. Und auch Kanada ist da jetzt auch sehr am Anfang. Oder manche Regierungen in Kanada, also Ontario, ist jetzt auch haben jetzt auch die Diskussion über das Grundeinkommen eingeführt. Und ich hoffe halt, dass wir irgendwie von draußen, die Einflüsse von draußen, dass es halt irgendwie in den Vereinigten Staaten hilft, eine Diskussion anzufangen. Aber wir stehen hier wirklich am Anfang. Herr Bernie Sanders, wir haben versucht, den irgendwie zu einem Statement zu veranlassen oder so, aber der hat sich nicht zum Grundeinkommen geäußert. Die Diskussion hier ist über $15 pro Stunde Lohn. Und das ist so eine große Bewegung auch von den Sozialisten. Ich bin da sehr nahe zu den Sozialisten auch. Und die fokussieren sich immer noch, also dass man das Geld verdienen muss durch die Arbeit. Das Problem hier in den Vereinigten Staaten ist wahrscheinlich auch in Europa so, dass die ganze Ökonomie wird sich jetzt verändern zu einer Gig-Economy. Mehr und mehr Leute, die arbeiten für Airbnb oder Uber oder TaskRabbit oder Fiverr. Und mehr Leute haben keine Arbeitsstelle mehr, wo sie für 40 Stunden hingehen können und dann das notwendige Geld verdienen können. Also viele Leute arbeiten in Teilzeit und das hat auch hier mit der medizinischen Versorgung was zu tun, weil die Unternehmen, die sollen die Versicherung bezahlen für die Leute, aber die Versicherung wird nur bezahlt, wenn man eine Vollzeitarbeitsstelle hat und dann sagen sich viele Arbeitgeber, ja, ich gebe den Leuten 20 Stunden Arbeit, damit ich die Versicherung für die Leute nicht bezahlen wird. Also so Teilzeitarbeit ist ein ganz großes Problem und auch wenn die $15 eingeführt werden, dann verdienen die Leute immer noch nicht genug, um sich ein grundsätzliches Leben zu verdienen. Und da kommt halt dann die Diskussion von dem Grundeinkommen dann rein, dass man durch die Arbeitsstelle hier in den Vereinigten Staaten ganz schwer irgendwie so ein Leben verdienen kann. Dieses Modellprojekt in Finnland, das scheint ja mehr so ein neoliberales zu sein. Da geht es darum, dass der Sozialstaat möglichst zusammengestrichen wird. Das ist ja auch eine eher Mitte-Rechts-Regierung, die jetzt das vorschlägt, die möchte gerne einsparen. Der Staat soll möglichst, also ich meine, wir haben ja, der Staat ist ja, wie gesagt, rechte, linke Hand. Die linke Hand, die gibt, versorgt und so weiter. Das ist die Daseinsfürsorge. Und die rechte, das ist die dafür sorgt, dass es Sicherheit gibt, also Polizei, Gerichte, Militär und so weiter. Ne? Also dafür gibt es immer Geld.
und die andere soll möglichst eben, die soll möglichst kurz gehalten werden, da soll eingespart werden und man glaubt, dass man eben durch ein bedingungsloses Grundeinkommen soziale Gelder einsparen kann. Und da kommen wir halt zu einem großen Problem, mit dem ich eben nicht einverstanden bin. Also ich finde, es ist gut, wenn das mal probiert wird, aber ich glaube, es ist nicht das, was wir wollen. Denn wichtig ist, dass es eben Solidarität gibt. Was Liane gerade ansprach über die Staaten, zeigt ja, dass es im Leben immer wieder Momente gibt, wo die Menschen auf andere angewiesen sind, weil sie einfach auf andere angewiesen sind. Sie haben nicht mehr die genügend Kraft oder noch nicht, um selbst für sich zu sorgen. Und das ist es halt, wenn die Gesellschaft solidarisch sich zusammentut und sagt, es ist kein Problem, es wird für euch, es wird für uns gesorgt werden. Also man sozialisiert diese Risiken, ne, die werden also von der Gesellschaft getragen, dann kann eine Gesellschaft in Ruhe leben. Aber wenn das so eine wahnsinnige entsolidarisierte Gesellschaft ist, jeder ist, soll zusehen, wie er zurechtkommt, bis zum Grab, von der Geburt an bis zum Grab, das geht einfach nicht. So eine Gesellschaft geht einfach vor die Hunde. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen würde das ermöglichen. Denn also selbst wenn jemand dafür ein bisschen Geld hat, um jemanden dafür zu bezahlen, dass er ihm die Einkäufe macht oder sowas, also dann würde das zum Beispiel allein schon ermöglichen, dass die Menschen ein bisschen besser leben können. Ich finde aber, also das ist eine ganz wichtige Sache. Es muss eine Gesellschaft sein, in der die gesellschaftliche Solidarität wichtig ist. Dann, da bin ich völlig einverstanden mit Ina, wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, dass alles wachsen, wachsen, wachsen muss. Man kann, Mütter sind Unternehmerinnen. Also ich meine, als Hausfrau und Mutter, da sind wir Managerinnen, Unternehmerinnen, was weiß ich. Ich muss so viel unternehmen, so viel mir überlegen, wie ich irgendwelche Sachen zusammen erledigen kann, wie ich mit dem Geld zurechtkomme, was ich alles für Menüs zusammenstelle, damit meine Kinder und andere Leute, also die auch dazugehören, eben sich ordentlich ernähren und so weiter und so fort. Also da bin ich schon Unternehmerin die ganze Zeit. Ich gehe nicht profitorientiert um. Ich bin halt eine Non-Profit-Organisation, sagen wir mal, wenn ich im Haushalt arbeite. Aber Unternehmerin bin ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist kein Problem. Das würden viele Menschen auch sein. Aber wir müssen wegkommen von diesem Für-Profit und wir müssen wegkommen von dem ewiges Wachstum. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht notwendig, sondern es muss einfach so viel da sein, dass wir genug haben. Genug für alle. Das ist so ein Schlagwort, das ganz wichtig ist. Genug für alle. Da würde ich gerne zurückkommen, Ina, da kannst du wahrscheinlich sogar noch als Theologin viel mehr sagen. Das ist die wunderbare Brotvermehrung. Es gibt nur ganz wenig Brot, aber wenn man teilt, reicht es für alle und es bleibt sogar übrig. Ne? Also das ist, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ja eben alle von der Gesellschaft bekämen, alle haben ein Recht darauf, weil wir alle Mitglieder sind dieser Gesellschaft. Das kommt da auch hervor, daraus hervor. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir mit dieser Bewegung auch eben für eine größere Demokratisierung der Gesellschaft eintreten. Also dass diese Sache eben von unten her die Menschen mobilisiert. Wir müssen uns einsetzen. Das ist Politik. Wir müssen politisch werden. Wir müssen das umsetzen. Wir müssen auch ganz wichtig wegkommen von dieser furchtbaren Mentalität, dass Haben das Wichtige ist statt das Sein. Also da bin ich völlig einverstanden mit Erich Fromm. Das ist eine Sache, zu der wir unbedingt hinkommen müssen. Also dazu zu den Modellen, die es momentan gibt. Also eben, ich glaube, das von Finnland ist so. Mal sehen, wie es in den Niederlanden wird. Ich weiß es nicht. Wir können nicht alles abschaffen. Es gibt Menschen mit Behinderung. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass immer mehr Menschen furchtbar dick werden. Dass es also Menschen gibt hier in Deutschland, wenn die ein sogenannter Pflegefall werden und aus ihrer Wohnung herausgeholt werden müssen, aus dem dritten Stock in einem Altbau, aus dem sie schon seit Jahren nicht mehr herausgekommen sind, weil sie nicht mehr laufen können, da muss man teilweise einen Kran holen, weil diese Menschen über 200 Kilo wiegen und das können einfach Pfleger gar nicht mehr runtertragen, die Treppen. Die müssen also durch einen Balkon oder durch ein Fenster rausgeholt werden. Also ich meine, das sind so Entwicklungen,
wir müssen unbedingt, da müssen sich sehr viele Sachen ändern in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, die ganze Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen ermöglicht es, nicht nur über Geld zu reden, sondern wirklich auch, wie wollen wir miteinander reden und wie wollen wir Solidarität organisieren, damit alle Menschen einfach ein würdevolles Leben leben können. Ich sehe das auch so, dass es wahrscheinlich auf den ersten Anlauf nicht geht und dass es die Mehrheit nicht kriegt und dass das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht ist, weil ich meine, dass es schon ziemlich viele Prozesse braucht, damit die Leute überhaupt bereit werden für sowas. Also eine Gesellschaft, die sozusagen sich ein Grundeinkommen verordnet, ohne dass die Mehrheit dafür bereit ist, halte ich für nicht so eine gute Idee. Und das ist in der Schweiz ja sowieso so. Also alle Entwicklungen, die irgendwie ein bisschen mehr eingreifen in die Gesellschaft, zum Beispiel das Frauenstimmrecht oder der Zivildienst, haben 2 bis 3 Anläufe gebraucht. Das war immer schon so. Und jedes Mal vor der Abstimmung gibt es eine total interessante Debatte und irgendwann ist es dann soweit. Und jetzt ist es die erste Abstimmung über das Grundeinkommen. Und interessant ist im Moment, dass keine Partei dafür ist. Also die Initianten, das ist ein zusammengewürfelter Haufen aus Künstlern, Künstlerinnen, Anthroposophen sind ganz stark dabei und dann solche Leute wie ich. Jetzt die Kirche fängt so allmählich an, sich ein bisschen zu befassen. Ich bin da schon lange dran, die zu motivieren. Da war lange große Lethargie, kann man fast sagen, nicht nur Desinteresse. Und jetzt allmählich haben alle das Gefühl, sie müssen jetzt zumindest mal eine Meinung haben dazu. Und im Moment laufen ganz interessante Debatten auch über die Finanzierung. Es wurde gerade am letzten Sonntag ein neuer Finanzierungsvorschlag gemacht, weil dieser Vorschlag der Kerngruppe der Initianten, die wollen ja über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gehen und nicht über eine Reichtumsbesteuerung zum Beispiel. Das ist total umstritten, gerade bei der Linken. Jetzt gab es einen neuen Vorschlag, dass man den Gesamtzahlungsverkehr mit einer automatischen Mikrosteuer belegt. Und der wird jetzt gerade diskutiert, erst seit ein paar Tagen, aber es passieren wirklich interessante Dinge. Es gibt jetzt auch eine Vereinigung von GAPS sozusagen, sogenannte GAPS, das sind die Grundeinkommenspioniere, das sind Leute, die auf irgendeine Art und Weise schon ein Grundeinkommen haben, zum Beispiel Erben oder auch Rentner und Rentnerinnen, und die jetzt so wie ein Coming-out haben und erzählen, wie sie das jetzt eigentlich machen. Ich gehöre selber auch dazu, weil ich nämlich auch eine Erbin bin. Also ich habe schon mein Einkommen über meine Bücher und meine Vorträge, aber ich muss davon nicht total, also ich muss da nicht meinen ganzen Lebensunterhalt bestreiten, weil ich geerbt habe. Also ich bin auch so ein Grundeinkommenspionier und das sind ganz interessante kulturelle Prozesse, die da jetzt abgehen im Vorfeld der Abstimmung, so ein bisschen unter Druck natürlich, weil wir wollen schon einen möglichst hohen Stimmenanteil machen, weil es geht im Schweizer System nicht nur um die Mehrheit, sondern auch zum Beispiel der Unterschied, ob es jetzt 25% oder 35% sind, das spielt politisch eine große Rolle. Wenn es 35% sind oder gar 40, die dafür sind, dann heißt es für die Regierung, dass sie das ernst nehmen muss. Wenn es jetzt nur 15 sind, dann können die sagen, okay, ist klar, das Volk ist dagegen, wir müssen da nichts machen. Und darauf arbeiten wir jetzt eigentlich hin, dass wir einen möglichst hohen Stimmenanteil haben, dass man nachher dann zum Beispiel die Parteienlandschaft bearbeiten kann, dass man bei den Linken, bei den Grünen die Debatten führt, warum sie, oder bei den Gewerkschaften vor allem, die ja so ein bisschen dogmatisch dagegen sind, weil sie diese Verkoppelung Arbeit und Erwerb nicht auflösen wollen, weil da sozusagen ihre Existenzberechtigung dranhängt. Und solche Prozesse, die werden auch über den Abstimmungstermin raus weitergehen. Und das halte ich eigentlich für das Allerinteressanteste bei der ganzen Geschichte. Das hat Elfriede, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. Das Interessante bei dem Ganzen ist ja, also es gibt viele interessante Dinge, aber etwas Interessantes, dass man wirklich Sinnfragen, philosophische Fragen nach dem Menschenbild, nach der Frage, was ist überhaupt Arbeit, wie soll die Zukunft aussehen, wie wollen wir mit dem Geld umgehen, was ist überhaupt Geld und so. Das kann man jetzt diskutieren und zwar in den Medien, auf der Straße, in persönlichen Gesprächen und das läuft im Moment jetzt hier, obwohl keine Partei dafür ist und das finde ich ja eigentlich schon interessant. Ich habe das Gefühl, dass nach der Abstimmung die Parteien sich dann, wenn der Stimmenanteil einigermaßen okay ist, werden sich die Parteien allmählich überlegen, ob sie nicht vielleicht doch sich da eine Position pro erarbeiten sollten. Es wird dann wieder abflachen nach dem 5. Juni, das ist klar, das geht dann so rauf und runter, aber ich glaube,
gerade weil jetzt auch die Auseinandersetzung mit dieser Robotergeschichte, also mit dem Verlust von sehr vielen Arbeitsplätzen, weil das jetzt noch dazu kommt, weil wir neue Finanzierungsmodelle haben. Also die Debatte ist sehr spannend und wird sicher nach dem 5. Juni weitergehen. Also die Idee ist ja noch viel älter. Also die Idee, die war ja schon bei den klassischen Utopisten oder bei den Frühsozialisten und dann Anfang 20. Jahrhundert und dann in den 80er Jahren war es wieder stark. Also die kam immer wieder, geht immer rauf und runter. Dann gibt es wieder so Wellentäler, wo kein Mensch davon redet. Jetzt sind wir wieder eher auf dem Gipfel. Was soll man dazu sagen? Es hat sicher mit der Kurzatmigkeit der demokratischen Prozesse zu tun. Ich glaube aber nicht, dass das alles ist. Ich glaube, dass für die Grundeinkommensgesellschaft wirklich vieles zusammenkommen muss, damit das kippt sozusagen aus der rein denkerischen Aktivität in die Umsetzung. Und im Moment, glaube ich, sind die Chancen nicht schlecht, weil wir haben erstens die Care-Debatte, also diese ganze Geschichte mit der unbezahlten und der bezahlten Arbeit. Wir haben massive Krisen in der sogenannten Mainstream-Wirtschaft. Wir haben das Ökologieproblem und wir haben die Roboterisierung. Also es sind eigentlich vier Elemente, die jetzt dafür sprechen, dass wir jetzt wirklich mal einen Systemwechsel brauchen. Und das war in den 80er Jahren noch nicht so. Das ist jetzt halt auch wieder optimistisch gedacht, dass wenn diese vier und sind vielleicht sogar noch mehr Elemente, wenn die zusammenkommen, dass es dann vielleicht tatsächlich sowas wie einen Druck gibt, dass man jetzt mal in die Umsetzungsphase einsteigt. Ich glaube, dass das so sein wird. Ich finde es zwar nicht so toll, dass das jetzt ausgerechnet über die Technisierung, also über diese Roboterisierung, dass das jetzt sozusagen den Kippeffekt auslöst. Aber okay, also wenn es das jetzt halt ist, ich bin jetzt eine, die vor allem die Care-Debatte pusht und die immer wieder versucht, jetzt also mit allen möglichen, auch breitenwirksamen Aktionen, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir nur gegen finanzielle Anreize arbeiten, dass es einfach nicht wahr ist. Und ja, und dann ja die vier Dinger, die ich jetzt gerade gesagt habe, ich glaube, dass wir jetzt eine Chance haben, die Sache wirklich in eine Umsetzungsphase reinzukriegen. Ich hoffe bald, ich benutze im Moment das Geld, das ich für meine Rente zurückgesetzt habe oder so, und das läuft bei mir langsam aus. Aber ich hoffe, dass es innerhalb von 10, 15 Jahren passiert. Und ich komme auch von einem ökologischen Standpunkt, weil mit dem ganzen Klimawandel wird immer schlimmer. Also ich habe irgendwie so ein starkes Gefühl von Urgency, dass irgendwie was ganz schnell passieren muss. Und ich glaube, dass das Gefühl von Urgency, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt oder so, ich glaube, das wird sich ganz, ganz schnell verbreiten. Und ich glaube schon, dass sich mehr und mehr Menschen jetzt Gedanken machen, wie man irgendwie in die Zukunft gehen können, ohne den Planeten zu zerstören. Also ich habe da sehr viel Zuversicht und sehr viel Hoffnung, dass es sehr bald passiert, weil und es gibt so viele Anzeichen, dass das System jetzt da zusammenbricht und dass man ganz schnell neue Lösungen finden muss. Und ich glaube, das Grundeinkommen ist eine solche Lösung, das uns Menschen dann hilft, in die Zukunft zu schauen. Ja, also manchmal sieht das sehr, sehr weit weg aus, aber aus irgendeinem Grund würde ich mir vorstellen können, dass vielleicht so in 10 Jahren wenigstens, wie manche sagen, wenigstens für manche Bevölkerungs-, also sagen wir, wenn manche sagen, fangen wir doch mal an mit bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder oder für alte Leute zum Beispiel, solche, die sowieso schon eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben müssen, aber dass das dann einfach offiziell eingeführt wird. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht in 10 Jahren. Das klingt zwar vielleicht nicht sehr weit weg, aber ich glaube, es findet gerade so eine Akzeleration statt von sehr vielen Dingen. Und eben, die Konjunktur ist gut, so wie Ina das beschreibt. Es sind viele Bewegungen momentan im Gange, darauf hinwirken. Also deswegen, ich glaube, vielleicht ist es möglich, ja. Ich glaube, dass das ein schrittweiser Prozess ist. Also wir sind ja jetzt dran, dass wir einen Verfassungsartikel erstmal wollen, also dass sozusagen die Gesellschaft als Ganze sagt, wir wollen das. Das wäre für mich der erste Schritt.
Und das werden wir jetzt 2016, wäre es wahnsinnig, wenn das reinkäme, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber dann vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre später, dann wären wir Anfang 20er Jahre. Und dann muss man das ja umsetzen. Und ich glaube nicht, dass man Knallauffall für alle dieses bedingungslose Grundeinkommen macht, sondern so wie Elfriede sagt, wahrscheinlich erstmal das Rentenalter massiv runtersetzen würde, weil Rente ist ja, gut, da zahlt man natürlich ein, aber trotzdem ist es ja eigentlich schon bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, es wird bei den Alten anfangen und dann vielleicht zu den Kindern und dann vielleicht irgendwie so auf Antrag oder was weiß ich. Also ich glaube, es käme so nach und nach, wenn es erstmal in der Verfassung drin stände, dass die Gesellschaft das will und dass es dann wirklich alle haben, so wie wir uns das vorstellen, emanzipatorisch, mein Tipp 2040. Okay, das ist ja dann auch noch eine Weile hin. Ja, aber das ist wirklich die ausgereifte Form des Grundeinkommens, 2040. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier alle auch zu dritt zusammen hier zu erscheinen. Sag mal, gibt es einen Namen für eure Gruppe? Wir drei, wir sind Facebook. Ist Facebook. Facebook, okay. Ja.